besser. Lass dein Ping laut klingeln. Das Auge wartet schon auf dich. Ah, es hat schon auch auf mich geworfen. So ein Ding möchte ich gerne bauen. Einfach so eine kleine Raumstation. Das wär's doch. Als Dreh- und Angelpunkt von allem. Na, Vesco? Altes Haus. Hi. Oh, ist nachgefüllt worden. Sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier schon dran waren. Was ist denn hier alles? Schau bei allen vorbei. Oh oh. Oh oh. Das klingt nicht gut. Alle. Warum darf ich nicht schweißen? Hey, würdest du diese Platten für mich verschweißen? Ah, ist schön hier oben. Wir sollten Blatt häufiger besuchen. Ah, das ging fix. Oh, jetzt muss ich nur noch einiges prüfen. Kommen wir hier dem Ende näher oder so? Diese neuen Scanner müssen installiert werden. Hilfst du mir dabei? Ja, Moment. Würdest du diese Teile mit mir installieren? Na klar. Hier gibt es einige ziemlich veraltete Adapter. Wo muss ich denn jetzt ran? Ah, da. Du setzt die Teile zusammen, schließt sie dann an den Scanner an. Wir sind fertig. Danke. Das ist aber sehr seltsam. Ich muss noch etwas nachschweißen. Meine Hände sind nicht verbrannt. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gute Arbeit. Muckibude der Schwerelosigkeit ist doch was. Ich richte neue Software ein. Checkst du sie auf dem Computer da? Ist das hier ABM-Maßnahmen oder was? Erfolg. Das nenne ich Team. Schnapp dir, sobald alles festsitzt, fahren wir den Laden wieder hoch. Hilfst du mir mal? Wir sollten diese Sachen. Du hilfst die Ausrüstung mit einem Schraubenschlüssel festzuziehen, doch dann gibt es einen Funken aus einem der Stromkasten steigt drauf. Ordentlich festschrauben. Das sollte wohl nicht passieren. Fragst du Wladimir deswegen? Hm? Sorry, hab die Strichliste im Kopf abgehakt. Lagerbestände der Station, nächste Lieferung. Habt ihr falsch verkabelt? Die Station muckt auf. Wir sind auf Probleme gestoßen bei den Reparaturen. Ist schlimmer als ich dachte. Ein paar der neuen Teile mucken auf. Das wird eine Weile dauern. Ich habe bei der Bestellung der Teile zu wenig auf Kompatibilität geachtet. Ich bleibe hier, bis es repariert ist. Verschone dein Haupt von Asche. Helfen kannst du aber gerne. Während wir hier mit der Augenoperation beschäftigt sind, will ich dir noch wegen was anderem das Ohr spitzen. Mhm. Ach, dafür gab es 4000 Credits. Also manchmal ist diese Belohnungsgeschichte doch ein bisschen übertrieben, oder? Ja, sprich mit Vlad. Ich will niemanden beunruhigen, aber wir haben noch mehr Konkurrenz. Kein Sternenblut. Captain Petrov, befehle ich deinen Schrottsammler namens Skow.
ist ein echtes Kuriositätenkabinett. Und er hat ein neues Stück in seiner Sammlung. Wird es wohl nicht so einfach rausrücken, oder? Hab ihn kontaktiert, um ihm einen ehrlichen Tausch anzubieten. Aber er meinte, dieser Stein sei unverkäuflich. Für diesen Job müssen wir wohl mit der Brechstange ran. Weißt du, oder glaubst du, dass er darüber Bescheid weiß? Er hat zwar einen goldenen Riecher, ist aber kein Wissenschaftler. Er weiß, dass es einzigartig ist, aber nicht warum. Er passt also gut darauf auf. Wie soll es also von ihm stehlen? Ich war früher selbst ein Freibeuter, glaub mir. Aber da er sich fest daran klammert, sehe ich keinen anderen Weg. Ich schick dich nicht alleine auf Raubzug. Barrett kommt mit. Ihr beide werdet eng zusammenarbeiten. Bereite dich also gut vor. Müssen wir es wirklich stehlen? Wie heißt es noch? Jedes Constellation-Mitglied hat sein eigenes Gewissen. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Na dann, ich bin bereit zum Aufbruch. Drück das Glück da draußen. Reise zu Sko. Sarah? Ich helfe erstmal Wladimir. Geh du los und hol dir dieses Artefakt. Okay. Neues System, mehr oder weniger. Ein Schiff. Hey, willst du das haben? Ich würde gerne mal wieder mit dir reden. Ihr habt auf der Skau nichts zu suchen. Unser Captain empfängt keine Besucher. Sagt Petrov, dass sein Kumpel Barrett hier ist. Warte mal, ich mache erstmal. Keine unangekündigten Besucher. Befehl des Captains. Schade. Ich probiere es trotzdem. Wir wollen nur handeln. Wenn das wirklich alles ist, dann. In Ordnung. Ihr könnt andocken. Macht keinen Ärger. Sonst ist jede Waffe im Laderaum auf euch gerichtet. Teilchengeschütz. Oh. Der Weltraum ist so lebensfeindlich, du hast ihn gerade etwas sicherer gemacht. Okay. Die Terrormorphs hatten keine Chance. Das wird alles verändern. Für die Constellation ist das historisch, Captain. Ich muss dafür keinen Ruhm einheimsen. Und Bescheidenheit kommt noch dazu. Genau. Juhu! Unglaublich, dass du sie von den Mikroben überzeugen konntest. Bravo, Captain. Bravo. Die Chefingenieur wusste, wovon sie redet. Ich glaube ihr. Ich glaube, vor ein paar Streams haben wir die Mission gemacht. Da ging es um die Terrormorphs. Ich auch. Die Lazarus-Pflanze wegzusperren ist hoffentlich nur ein kleines Risiko. Wir werden sehen. Das Risiko richtig zu kalkulieren ist schwer. Vor allem, wenn so viel auf dem Spiel steht. Ich
bereue nichts, das mit den Mikroben ist riskant, doch es wird funktionieren. Mit jeder Petrischale sind die besiedelten Systeme sicherer. Dusty! Dusty! Unterhalten wir uns. Hab ich doch grad. All diesem Druck standzuhalten, war sicher verdammt schwer. Wer als Anführer andere beschützt, hat keine Verantwortung, sondern genießt ein Privileg. Ich bin stolz, unter dir zu dienen. Danke für deine Offenheit, Barrett. Wie anständig. Man sollte dir eine Statue errichten oder dein Gesicht in einen Mond lasern. Sich so mit Delgado anzufreunden, war nicht leicht, sondern ein hohes Risiko. Hätte er dich auf ihre Seite gezogen, wer weiß, in was für einer Lage wir jetzt wären. Delgado war ein Schurke. Es war schmutzig, sich sein Vertrauen zu erschleichen, aber es musste sein, genau. Ich verstehe dich ja, aber du hast die Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Das war seine Schwäche, nicht deine. Selbst wenn sie sich neu organisieren, werden sie geschwächt sein. Dank dir. Was wohl mit Neva Mora geschehen ist? Darüber zerbrechen wir uns später den Kopf, Boss. Okay, allein hätte ich es nie geschafft. Niemand ist wirklich allein. Wir alle haben Hilfe. Doch du allein hast die nötigen Entscheidungen getroffen. Plaudern wir, wenn du mal Zeit hast. Das tut mir gut. Tagsüber mit dir die Galaxie erkunden, abends die mysteriösen Probleme meines längst verstorbenen Mannes ergründen. Nee, flirten tun wir nicht, weil wir haben Sarah. Schön, dass dein Sinn für Humor wieder da ist. Vasco hat ihn nie wirklich geschätzt. Wenn ich daran denke, wie oft ich Vasco mein Herz ausgeschüttet habe. Ich habe ihm alles über Irwin erzählt. Da zeigte er mir zur Hilfe ein Trauerdiagramm. Ein Diagramm für Trauer? Er hatte wirklich gehofft, mir mit dieser Visualisierung zu helfen. Vasco war sicher ein zuverlässiger Co-Pilot. Mit ihm gelangt man gut ans Ziel. Er ist ein erstklassiger Co-Pilot. Ich würde ihn jedem empfehlen. Jedenfalls bin ich froh, dass du gerade hier bist, weil es Neuigkeiten zu Irwins Fall gibt. Mein Kontakt hat sich gemeldet. Sieht so aus, als hätte die Hephaestus Mining Corporation den Richter bestochen. Ach. Und das ist nicht alles. Mein Kontakt hat sich echt eingesetzt. Tatsächlich wurde der Zeuge so lange bedroht, bis er einen Rückzieher machte. Und dank unseres Kontakts haben wir die Belege dafür. Hast du den Beweis dabei? Nein. Mein Kontakt hat ihn. Ich vertraue ihm. Wir waren schon mal ein Team. Außerdem weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen will. Gibt es einen Beweis für die Bestechung des Richters? Die Überweisungen. Am Tag vor dem Urteil erhielt der Richter einen ganz bestimmten Betrag. Okay. Und gibt es einen Beweis für die Einschüchterung? Mein Kontakt hat ein Audiolog mit der bestätigten Identität des Sprechers, Zeitmarken und so weiter. Okay, na dann sollten wir jetzt den Anwalt anheuern. Schön, dass du so überzeugt bist. Anders als ich. Gegen so ein gewaltiges Unternehmen könnte dieser Beweis nicht ausreichen. Ich kenne einen Cyberrunner, der sich mit Firmenarchiven auskennt. Bevor wir zu einem Anwalt gehen, kann er sich da reinhacken. Wenn wir was draufzahlen, kann er illegal an die Daten gelangen. Ist aber auch riskanter. Ach komm, Feuer frei her. Danke, Captain. Aber überlass diesmal die Gebühren oder Schmiergelder mir. Du bist schon so eine große Unterstützung. Also, lass mich das übernehmen. Je nachdem, was dabei herauskommt, sollten wir einen Anwalt hinzuziehen. Ich werde einen besorgen. Wird nicht so leicht, das mit Hephaestus aufzunehmen. Und das sage ich, der schon gegen die Fleet gekämpft hat. Vielleicht sollte ich die Kunst des Kreuzverhörs studieren. Wäre vor Gericht sicher nützlich. Mmh.
Ich finde, du wärst ein toller Anwalt. Einspruch, euer Ehren. Ich denke, wir überlassen das dem Profi in Gagarin. Stattgegeben. Und gewonnen. Oh, dann wäre ich ein guter Anwalt. Hab mich wohl in einem Paradoxon verfangen. Wie auch immer. Vertreiben wir uns die Zeit, bis der Cyberrunner sich meldet. Okay, Hauptsache, der meldet sich jetzt nicht. So. Einmal final speichern. Und dann gucken wir mal, was hier los ist. Da ist zum Beispiel ein Anzug, den wir nicht nehmen können. Das sieht ja aus. Wer hat dich an Bord gelassen? Reicht es Petrov nicht mit den Moskitos? Oder bist du hinter der Sammlung des Captains her? Was? Ich bin ein Beschaffungsspezialist, der seine Dienste anbieten will. Plünder. Ich bin ein Beschaffungsspezialist, der seine Dienste anbieten will. Ach ja? Und was plünderst du so? Schiffe? Schlachtfelder? Alles. Oder wühlst du bloß in irgendwelchen Gassen im Müll? Ja, auch das. Ich habe so einige aufgegebene Außenposten ausgeschlachtet. Klingt in Ordnung. Wenn man nicht so sehr an die Vorbesitzer denkt, gibt es da draußen viel zu holen. Viele von diesen Orten wurden aus gutem Grund verlassen. Und zwar für immer. Du bist in Ordnung. Geh ruhig weiter. Ja, danke, danke. Was habt ihr außer Treibgut sonst noch? Petrov hat seinen eigenen kleinen Alien-Zoo. Ziemlich gefährlich. Aber zum Glück sind die Käfige alle gut verriegelt. Okay. Und die legendäre Sammlung? Die ist hier überall verstreut. Die besten Sachen stecken in Petrovs Privattresor. Und bevor du fragst, nur Petrov hat einen Schlüssel. Okay. Die Crew zu schmieren wäre also Geldverschwendung. Okay, danke. Okay. Dann ignoriere mich eben. Wieso? Du musst ja nicht über alles reden. Wäre dann zu einfach. Oh. Jetzt was. Hallo, Langfinger. Psst. Du hast mich gerade erschreckt, Barrett. Müssen wir jedenfalls aufpassen, dass wir nicht erwischt werden hier. Was sieht denn hier so aus? Ist ja ekelhaft. Barrett, du stehst im Weg. Sollten wir uns nicht erwischen lassen, weil die stehen ja gleich um die Ecke. So, speichern. So, gucken wir mal. Exklusiv. Nein. Wir haben nichts Exklusives und wir haben nur 3 oben gültige. Also ich könnte das machen und den einer verballern, was ich jetzt auch machen werde. So, dann haben wir den. So. Und hier hätten wir dann 4er.
Den da. Sehr gut. So, speichern. Da gucken wir mal hier rein. Ich glaube, wir dürfen hier nämlich nicht sein. Dein Glück, ich habe zu tun. Uns schon an? Willkommen in Petrovs Palast der Kuriositäten. Der Gipfel grandioser Güter. Ich habe keine Zeit für dich. Das perfekte Panoptikum der Prahlerei. Bitte lass mich jetzt, sie rennt weg gerade. Alle so ein Happy Triggerfinger, ja? Ist ja schlimm. Woanders lang? Nee, ne? Wir könnten uns ja auch durch, ne, durchwürgen. Aber ist ja auch riesig, das Teil. Oh, ich glaube, da geht es qualitativ hochwertiger weiter. Oh, ich dachte, hier ist ein Heftchen. So, exklusiv wieder, nein. Nein. Okay, wir müssen uns wieder auf die konzentrieren, die oben zusätzlich nutzbar sind. Eins, zwei. Ja. Nehmen wir eins. Und hier, nein, der nicht. Haben wir einen anderen Dreier? Nee. Kein Dreier diesmal. Das auch nicht. Zweimal von denen. Ah, die hier hinten ist ja auch noch einer. Geht das zu breit? Das müssen wir mit einem Einer erklären. Der, der und der. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Nein. Das wäre was. Und dann hätten wir... Nee. Das wäre was. Könnten wir aber nicht umsetzen. Der funktioniert nicht. Und damit haben wir wieder Murks. Obwohl das hier... Eins, zwei, drei... Nee. Schade. Nochmal zurück.
Und nochmal. Exklusiv. Das ist exklusiv. Und hier noch ein Zweier. Ne, den da. Was hat er denn jetzt hier? Da. Manchmal ist es wirklich gut, wenn man von vorne wieder anfängt. Speichern. Mal gucken, was wir hier finden jetzt. Für mich, oder? Irgendwie ins geheime Waffenlager hier gekommen. Guck mal kurz, was wir hätten noch machen können. Und dann halten wir uns hier fair. Oh, hier wäre jetzt Zusatzwaffenschlüssel. Okay, Moment. Rein und raus. Da ist der Schlüssel. Damit können wir dann einfacher wahrscheinlich bestimmte Sachen aufmachen. Nachvollziehbarerweise. So. Alles gut. Oh, ich darf hier gar nicht sein, oder was? Ah, hier ist die Waffenkammer. Wahrscheinlich aus dem Grund. Och nö. Das ist auch ungünstig. Sehr ungünstig. Das heißt, ich muss jetzt herausschleichen, ohne gesehen zu werden an der Stelle. Aufgeregt da hinten. Als ob wir entdeckt worden wären. Ach, wisst ihr was? Das ist es so. Vorbei. Dann muss es wohl so sein. Naja, wir können es besser bauen. Optional Kämpfe gegen Petro, optional knacke das Schloss der Tür zum Tresorraum. Ja, das kann ich probieren.
Ich glaube... So, wo ist was? Da ist der Tresorraum. Jedenfalls hat er uns das hier nicht übel genommen, also ziehen wir das hier weiter durch. Verstecken ist ja so lustig. Hier waren wir. Sag mal, wo geht's jetzt hier weiter? Da hinten? Ob die Aggro sind auf uns. Wahrscheinlich. Haben uns bloß nicht gesehen. Spinne ich etwa? Nein. Das ist nicht... Mach ich aber auch Stress, ey. Wir sind das alte Kumpels, habe ich das Gefühl. Ach. Ach, ich wurde beim Diebstahl entdeckt, okay. Wow. Jetzt so langsam zu den besonderen Kisten hier. Er schießt hier, aua. Welche mit Namen hier? Tja, bald nicht mehr. Bitte. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Okay, die Geschichte der Sterne. Glaubst du, wir brauchen das? Weiß ich nicht. Sah wertvoll aus. Aber es sieht so gut aus hier. Hör auf damit. Mussten die mich angreifen? Das eskalieren lassen. Hätten einfach ein bisschen drüber hinweg gucken können. Sieht gut aus, schick.
ist der Türraum zum Tresor. Jetzt beim Ernst, wie kommen wir vielleicht unten in den Tresor rein? Durch den Schrott können wir nicht laufen. Müssen wir ja nicht alle umbringen. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Das scheint hier ein bisschen haarig zu werden. Risiko jetzt einfach. So. War natürlich kein gutes Risiko. Doch hier. Guck mal, da. So, da haben wir nichts mehr. Ach komm, einer. Wir brauchen die einer nicht. Wir sind ziemlich sicher. Das soll die einer nicht brauchen. Wir brauchen sie. Spätestens hier brauchen wir sie. No. Ach komm. Okay, war das hier nicht so auf? Sperre und Computer erforderlich. Wieder doof. Irgendwie habe ich kein Glück heute. Gibt bloß die Stellung. Hey. Der da. Das ist zu groß. Wir haben bloß einen Einer. Auch Scheibenkleister.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haut nicht hin. Das haut auch nicht hin. Zweimal denselben hier, haut auch nicht hin. Da, nee. Tja, verkackert. Verkackert. Geht nicht. Geht nicht. Ich will das Ding aufhaben hier. Die ganzen Schätze. Und Viehzeug. Wobei, das sieht sehr seltsam aus hier, wenn wir angegriffen werden. Den nicht. Wir haben doch einen Schlüssel, Wartungsschlüssel. Vielleicht kommen wir damit ein bisschen besser weg. So, so. 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 Und so. Ist ja sowieso keiner mehr hier. Ich weiß gar nicht. Also die Option, dass wir ihn zur Seite bringen. Er ist ja eh ein Schmuggler, also. Eigentlich. Machen wir ja nichts verkehrt. Da bist du ja. Was denn? Wo denn? Barrett? Ach da. Wir gehen nach unten, ne? Da oben ist unser Ziel zum Umknicken und hier gehen wir runter. Was Hübsches hierbei? Das ist so wieder so schwer. Okay, das da oben. Artefakt.
was wir hier noch finden. Was irgendwie einen Wert hat. Prototyp? Nee. Ja, was hier drin? Nee. Irgendwelcher Krams hier. Videokassette und weiß ja gar was. Ja, das finde ich. Boah. Gibt's hier einen Fluchttunnel? Nee, oder? Verlasse. Weil wir können jetzt noch mal gucken, ob wir den da oben noch jetzt ausgewischt kriegen. Aber ich glaube, der hat genug Fett wegbekommen. Wir gucken trotzdem mal. Hat er sich echt eingeschlossen? Da bist du ja. Waffe ist auch so immer hier. Warum auch nicht? Ja, sag ich genauso. Warum auch nicht? Du meinst, wie verworren das alles ist hier. Ja, letztendlich hat er sich das doch alles nur zusammenklabüsert hier. Ja, dann das wäre dann die nicht ganz so leise Variante gewesen. Die wäre definitiv aufgefallen. Aber das wäre dann die mit einem Hammer auf den Kopf Methode gewesen, ne? Ist da unten irgendwas? Außer Raum? Ne, ist nur Raum. Ja, den nehmen wir mal mit. Ja, ich bin voll. Ich weiß. Ach, guck an, jetzt sind wir hier. Jedenfalls haben wir ihn am Leben gelassen. Hier ist doch irgendjemand, der Stress will. Keine Ahnung. Ja, ich wollte ja. Ich wollte nicht, dass es hier zum Blutvergießen kommt, aber... Ach, guck mal. Ach, der hat ja alles gehabt. Aber sie haben mich gezwungen. Ich musste hier... mit harter Hand und so. Ich glaube, ich muss. Ja, ich muss Etage runter. Ne, da lang. Und schnell ein paar Sachen lernen hier. Nicht da, so rum. Oh. Oh. Ey, das nicht ich, das ist Sarah. Ich arbeite an der Geschichte der dekoriertesten Mitglieder der Constellation. Dazu spreche ich einfach deinen Namen 5 Stunden lang auf eine Slate. Okay. Es ist Sarah, die diesen Vorteil hat.
Jetzt verstehe ich das. Kopfgeld. Oh. Oh. Aber hier darf ich, ne? Ich hoffe mal. Sind wir ein gutes Stück mit den, ich nenn's mal Hauptmissionen jetzt weitergekommen, ne? Also mit der Story-Questreihe. Oder konnten wir hier nichts machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gibt's hier ein Terminal? Zum Reset? Ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen. Aber es ist einfach so ruhig. Aber ich glaube, hier gab es keins, hä? Hatte ich nicht deswegen schon mal irgendwo so eine Art Terminal bzw. Basis aufgebaut? Ja, der Beste. Los, komm, Sattelspruch. Der Beste. Der Truppe. Komm hier. Bin ich. Ich sollte dankbar sein, dass es hier so ruhig ist. Es macht mich nur nervös. Okay. Warte, schon immer da? Was ist denn das? Das müssen wir jetzt aber noch sauber abschließen. Weil wir haben bei den UC haben wir, ne? Auf der Sternwerft was? Ich weiß gar nicht, ob ich da landen kann gerade. Ich kann auch nicht reisen, weil ich so viel... Ist ja ärgerlich. Dann müssen wir verkaufen. Hier. Können wir vielleicht auch unser Schmott... Ja, warte mal. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. So, pass mal auf hier. Erstmal Sonstiges und das hier raus. So, und von uns hier haben wir doch bestimmt irgendwo Müll. Hm, reicht noch nicht. Haben wir hier irgendwelche doppelten Sachen wieder? Ja. Reicht noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen alle hier irgendwo mal benutzen werde. Aber hier, Essen nutzen wir nicht. Die Minen. Und schwupps, sind wir schon wieder clean. Sehr gut. So. Ab zum Freestar Collective. Ich glaube... Freestar Collective sollte klappen. Aber das klappt halt nicht, weil...
Das ist Sternstation. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Bei der Klinik können wir uns auch nicht zurücksetzen. Ich vergesse es immer wieder. Wo können wir uns auf die Schnelle mit wenig laden? Ne? Das ist United Colonies. Das schaffe ich nicht. Ja, eigentlich auch. Wahrscheinlich, weil ich die da platt gemacht habe. Deswegen gibt es da Stress. Falsches System. Ich wollte das andere System. Schon wieder das falsche, hä? Da. Das macht es so unglaublich kompliziert. Jetzt wäre so ein Filter, ich möchte, brauche. Ne? Und dann springst du dann dahin. So. Wehe, da ist nichts. Ich weiß, dass wir in... ich hoffe, wir können... Willkommen bei Trident. Unsere Annehmlichkeiten stehen allen Kunden offen. Ich befürchte, oder? Na toll. Doch, hier. Oh. Dankeschön. 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 Gut, das soll's an der Stelle gewesen sein für heute Abend. Okay. Ich werde mich jetzt in die Holzzentrale begeben, weil ne, die letzten zwei Tage waren doch sehr anstrengend. Aber... Morgen Abend geht's weiter. Benimm dich gut. Ja, und zwar machen wir da weiter. Ich denke mal, da schließen wir dann ab. Archibald Applebrook, ja, dieses schöne 90er-Jahre-Spiel, was kaum einer kennt. Und da bin ich mal gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut, träumt was Schönes. Ne? Habt einen schönen Start ins Wochenende. Und stressfreie finale Vorbereitung. Was auch immer, ne? Für die Weihnachtszeit. Bis dahin. Euer Firefox.